starten heute auf ganz entspannt mit bisschen Talk. Ich war ja in Stuttgart, hatte eigentlich auch vor, mit den Jungs was zu drehen, aber bin auch da ehrlich einfach, hab auch wirklich einfach die Jungs vermisst. Nico, lange nicht mehr gesehen. Sascha sowieso nicht. Ich hätte auch eigentlich noch bei dem gepennt und alles. Mit Tim nochmal seit langer Zeit gesprochen. Dementsprechend nicht viel da gedreht. Einfach sehr viel geredet. Unnötigerweise auch Klamotten gekauft. Einfach eine gute Zeit gehabt mit den Jungs. Nee, mit den Jungs eine geile Zeit. Man kennt es. Man kennt es. Stuttgart war gut. Wir haben wirklich tatsächlich nur gefressen. Muss man sich mal überlegen, Alter. Ich bin nach Stuttgart gefahren, ne? Ich bin nach Stuttgart gefahren, um Reifen zu wechseln. Also, Digga, das ist ja wirklich mal... Ja, ich bin da wirklich hingefahren und habe meine Reifen gewechselt. Ich habe mein neues Auto nicht geholt, aber jetzt werden viele werden mich jetzt dafür hassen. Ich weiß ja, wir haben uns zusammen im Stream haben wir uns ja was konfiguriert, eine Karre. So, ich sag euch aber, Leute, es ist nicht der Wagen geworden. Ich habe ihn, also ich fühle den Wagen übertrieben. Aber jetzt kommt Winter. Es kommt Winter. Ich zeige euch kurz meine Konfiguration. Wartet ganz kurz. Macht mal ganz kurz den Hype-Train hier voll, by the way, an der Stelle, ne? Würde mich sehr freuen. Ich zeige euch mal ganz kurz meine Konfiguration, meine Freunde, die ich mir rausgelassen habe, ja? So, warte mal ganz kurz. Mein Mercedes-Konto und meine Konfigurationen. So, ich habe mir... Ja, Schwachsinniger, das ist die falsche. Ich habe mir Karren konfiguriert. Jetzt ist hier der, Baba-Wagen. Jetzt ist hier der Dings gar nicht drin, sehe ich gerade, ne? Pass mal auf, warte, wo kann ich den jetzt hier sehen? Warte, wir gehen mal ganz in den Konfigurator rein. Jedenfalls, meine Freunde, habe ich mir konfiguriert folgenden Wagen. Ich habe mir jetzt einen GLE 53, nicht 63S, Formatic Coupé bestellt. Finde ich übertrieben geil, muss ich sagen, Leute. Geht mir richtig, richtig gut rein. Ich hatte schon den GT 63 die ganze Zeit gehabt. Für mich ein sehr schönes Auto. Ich habe mir auch bewusst die kleinere Motorisierung geholt, Digga. Weil ich tatsächlich gesagt habe, ganz ehrlich, Mann. Also, das Ding mit einem V8 B-Turbo, da schiebe ich 2,6 Tonnen oder sowas schiebe ich hier. Was wiegt der Wagen, Alter? Deshalb, kleinere Motorisierung, immer noch 400 PS, Digga. Baba nice, baba cooler Wagen, wirklich. Tatsächlich deutlich, deutlich entspannter. Warte mal, wir können mal gucken, was wiegt der? Der Wagen wiegt 2,3 Tonnen. Der ist mit einem V8 B-Turbo. Immer noch ein geiles Auto. Ich wollte mir mal was anderes holen als den GT63. Den ich übrigens sehr schätze. GT63, mein absolutes Traumfahrzeug nach wie vor. Perfekt für Familie. Ja, aber den habe ich mir jetzt so rausgelassen. Finde ich persönlich ganz gut. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. So, so sieht der Wagen von hinten aus. Ich weiß, viele von euch werden das braune Leder nicht fühlen. Aber ich habe mir halt gedacht, Leute, so als Kontrast, sage ich mal, Digga. Als Kontrast wollte ich einfach was anderes drin haben. Das war das Einzige. Die Sitze sind nicht so geil. Ja, ich wollte mal was anderes haben. Ich hatte sonst immer was anderes drin. Ich finde, das sieht edel aus. Ich finde, das sieht wirklich edel aus, muss ich sagen. Muss man ja nicht fühlen. Ich finde es geil. Das Problem ist, Leute, ich kann nichts anderes als Leder reinmachen. So, ich würde auch selber was anderes gerne reinmachen. Aber ja, das ist der Wagen. Wir können ja mal kurz hier in die... Also ich habe eigentlich alles an Paketen wieder drin. Von außen ist der Wagen, wie gesagt, top. Komplett alles drin. Einzige, was ich, glaube ich, nicht reingemacht hat. Ich habe mir sogar hier das Dynamikfahrwerk von AMG reingeholt. Einzige, was ich, glaube ich, nicht drin habe... Oh, das Heads-Up-Display ist rausgeflogen. Ach, das geht nicht wegen dem Burmeister-System. Ja, Digga, dann... Da muss ich da nochmal überlegen. Heads-Up-Display, da guter Sound. Surround Sound oder das Burmeister? Ah, Digga, da ist mir die Anlage schon wichtiger als ein Heads-Up-Display, bin ich ehrlich. Ist mir schon wichtiger. Was ich nicht drin habe, sind Airbags hinten, weil die Leute, die hinten sitzen, sind mir egal tatsächlich. Das sind irgendwelche Freunde von mir. Was ich mir nicht reingemacht habe, Leute, zeige ich euch ganz kurz, ist... Kann man drüber diskutieren? Ah, Digga, wo sind die denn jetzt hier, Alter? Hier, die habe ich mir nicht reingemacht. Sehe ich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, fühlt ihr Bildschirme hinten drin? Jetzt mal ganz ehrlich, die sehen doch seltsam aus, oder? Also ganz ehrlich, Digga, die habe ich nicht reingemacht. Die habe ich nicht reingemacht für Familie. Ja, Digga, aber ich hab nur besoffene und hässliche Freunde, die damit fahren. Ganz ehrlich, also die passen da nicht rein. Die braucht man nicht, die braucht man wirklich nicht. Und dafür nochmal, also das sind halt de facto, sind es dann halt hier, das ist nicht viel, das sind 27 Euro mehr im Monat, die ich dafür zahle. Aber ganz ehrlich, das finde ich,
das macht für mich dann doch einiges wieder kaputt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe keine Familie. Keine Ahnung. Und ich kenne auch meine Freunde, Digga. Die können nämlich da hinten die Musik umstellen und alles. Das hat mich bei meinem ersten GT über abgefuckt. Die sind alle hingegangen und haben die ganze Zeit da die Mucke verstellt, Digga. Dann liegt dann die ganze Zeit da Wolfgang Petri bei mir im Auto. Digga, hackt's oder was? Also werde ich mir nicht nochmal reinmachen. War cool. War gut. Ja, gute Kondition für das Auto. Deutlich günstiger als der vorherige, den ich jetzt habe. Der Wagen ist 210.000, muss man sich mal vorstellen. Ich fahre einfach in ein Einfamilienhaus. Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Aber ganz ehrlich, Burmeister hat einfach einen geilen Sound. Schade, dass das Heads-Up-Display jetzt rausfliegt, aber gut, dann ist es so. Dann ist es halt so, ne? Was soll ich machen? Also drauf geschissen. Ansonsten, wie gesagt, alles drin. Ich wollte die Sitze nicht so haben. Ich habe sogar hier die AMG-Verbundbremsanlage drin, nicht die Keramikbremsen. Braucht man auch nicht. Ansonsten halt hier. Ah doch, Heads-Up-Display ist sogar drin. Nur dieses komische adaptive hier hin und her Wischgerät ist nicht drin, Digga. Heads-Up-Display ist sogar drin, sehe ich gerade. Hier. Also es gibt drei Sachen, die man bei einem Leasing-Auto, finde ich persönlich, nicht braucht. Es ist ja, die Hochleistungsbremsanlage ist ja hier. Das sind gar nicht die Keramikbremsen, sehe ich. Zu kleine Reifen. Nein. Das sind, ich habe die großen Reifen drin. Warte mal. Ich kann bei den Rädern, ich habe die 22 Zoll Räder drin. Also nicht die 21 Zoll. Das sind schon die größten, die es gibt. Die sehen an dem Auto immer noch klein aus. Aber trust me, ich war ja bei Mercedes, hab mir den Wagen genau angeschaut, saß auch drin. Und also ganz ehrlich, Digga, man kann mir nicht sagen, dass dieser Wagen nicht böse aussieht. Ich habe auch überlegt, ihn als Nicht-Coupé zu nehmen. Aber ja, vielleicht packe ich hinten noch die Airbags dazu, muss ich mal schauen. Finde ich aber, wie gesagt, auch guck mal hier bei Nacht, Digga. Also Leute, oh, Digga, wenn dieser Wagen bei Nacht fährt, guck mal bitte. Komplett schwarz. Wunderschönes Auto. Das Auto wird für mich quasi, also der Fakt ist so, der Wagen wird bei Mercedes gebaut, dauert ein halbes Jahr und dann kriege ich den. Ja, wie gesagt, ich hätte auch hier 20, guck mal, also Leute, ich zeige euch jetzt mal Folgendes, schaut mal hier. 20 Zoll zu 22 Zoll, das ist ein Unterschied, guck mal jetzt bitte. Wir machen das jetzt mal ganz kurz. Seht ihr das hier? Warte mal, es lädt gerade noch. Ah, komm. Digga, wieso lädt denn das jetzt so lange? Hallo? Guck mal, Leute. Schaut mal, wie das aussieht. Das sind kleine Reifen. Also da müssen schon 22 Zoller drauf, in meinen Augen. Ne? Das ist gar nicht. Digga, kannst du nicht machen. Also, da muss man dann schon das Geld investieren, meine Freunde. Panoramadach ist auch drin. Panoramadach ist natürlich auch drin. Wie gesagt, mit den Sitzen. Ich bin mal gespannt, ob mir das wirklich gefällt. Voll konfiguriert 136.000. Aber wie gesagt, die kleinere Motorisierung mit nur 400 PS. Aber ganz ehrlich, Leute. Wirklich ein wildes Auto. Wirklich ein wilder Wagen. Und für den Winter, 4MATIC, Allrad, super schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich richtig Bock drauf. Und also wenn es nach mir ginge, ich würde mein Leben lang die GT fahren. Wenn der Spritverbrauch nicht so aggressiv wäre, ne? Und der hier hat einen 9,5er, glaube ich, drin. 9,5er Durchschnittsverbrauch. Immer noch sehr viel. Aber deutlich besser als der jetzige, Digga. Also wirklich. Gefällt mir sehr gut. Wollte ich euch nur mal ganz kurz erzählt haben. Hoffnung, Timo Bello, Digga. Burmeister Soundsystem Surround Sound. 5K kostet das Ding, ist drin. Natürlich. Ja, gefällt mir ganz gut. Bin ich wirklich zufrieden. Digga, Unterbodenbeleuchtung. Wahrscheinlich Unterbodenbeleuchtung, oder? Da sehe ich mich ja, Digga. Da sehe ich mich hier mit einer Unterbodenbeleuchtung wahrscheinlich, Digga. Das, ja, da habe ich Bock drauf. Eine Unterbodenbeleuchtung, Junge. Wäre eigentlich, also wäre halt wild, aber wie gesagt, es ist ja nur ein Leasingfahrzeug. Ich kann den ja nicht tunen, ne? Aber nochmal, also so einen Wagen auch mal vielleicht zu kaufen. Wollt ihr mal ganz kurz mein Traumauto sehen? Soll ich euch mal ganz kurz zeigen, was mein persönliches Traumauto ist, Leute? EQC. Sehr, sehr wild. Pass mal auf. Das hier. Das hier ist mein, warte mal, wir gucken mal kurz Bilder. Das hier ist mein Traumwagen, Leute. Absolut. Absolut geisteskrankes Auto. Kommt dieses Jahr ursprünglich raus. 1000 Kilometer Reichweite. Voll elektrisch. 4 Sitze. Großer Kofferraum. Und in meinen Augen einer der schönsten Wagen,
die ich jemals gesehen habe. Und trotzdem als Viersitzer, Digga, ne? Der ist Viersitzer. Mirage hat geil tatsächlich, ne? Also ich fühle dieses Auto, der sieht so sexy aus, Digga. Stromlinienförmig, Alter. Boah, Junge. Also, aber halt preislich, ne? Guck mal, Digga. Batmobil, sein Vater einfach. Ne? Preislich liegen wir da aber halt bei... Passt mal auf, warte mal. Sogar Bilder, wo man das sieht, dass der ein Viersitzer ist. Warte mal. Ja, hier. Also man sieht es nicht genau, aber es ist tatsächlich ein Viersitzer. Hier. Zwei hinten und hier hinten nochmal die Bank quasi, ne? Also man sieht das hier quasi. Hier sind nochmal Sitze drin, ne? Hier. Ist zwar nicht viel Platz, aber als Viersitzer immer noch gut. Und vorne großer Kofferraum, hinten wahnsinnig schönes Auto. Ich warte immer noch drauf. 200.000 Euro das Ding. Aber halt voll elektrisch, 1000 Kilometer Reichweite. Hier, ne? Schön hinten mit Viersitzer, cleanes Interieur, auch tolle Sitze wieder. Das ist jetzt der 2008er Roadster, der ist nur ein Zweisitzer. Ne, den gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Aber Leute, man kann mir nicht sagen, dass dieses Auto nicht geil ist, Alter, ne? 200.000 halt, ist halt schon eine Menge, ne? Auf der anderen Seite halt E-Mobility am Kommen. Muss man mal schauen, ob ich mir irgendwann mal... Naja, soll dieses Jahr, wie gesagt, rauskommen. Königseck auch schön, ne? Also ich finde den Wagen sehr schön. Müsst ihr mir sagen, wie ihr ihn findet. Ich finde ihn persönlich sehr, 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 sehr geil. Ah, Digga. Es ist noch nicht viel zu dem Wagen bekannt, ne? Mal schauen, mal schauen. Auch wenn ich gerade AMG fahre. Ich finde Elektrowagen einfach geil. Die haben schönen Power, Digga. Das ist deutlich umweltfreundiger. Ah. Also ich sag's euch, wie es ist, Leute. Das ist momentan auch das Heck. Lass mal hier laden ganz kurz. Digga, gibt das auch in scharf, das Foto, oder? Facebook, Alter. Ah, gibt's nicht auf scharf. Guckt euch mal das Heck an, Leute. Boah, sieht der geil aus. Boah, sieht der geil aus, Alter. Junge, Junge, Junge. Was für ein Wagen. Was für ein Auto. Wahnsinn. Wahnsinnsauto. Ja, es kommt drauf an, wie lange man so einen Tesla fährt. Darauf kommt es dann halt an. Aber gut. So viel auf jeden Fall zu Stuttgart und meinen Autos.